Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Let's Plays zum Add-on von Doom 3 Resurrection of Evil. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben ein neues Monster entdeckt, was so eine Mischung aus einem Imp und ein bisschen einem Xenomorph aus Aliens ist. Und hatten einen kleinen Bossfight. Ja, schon Bossfight. Und haben darüber hinaus kennengelernt, was denn unser Artefakt, dieses komische Herz, denn da machen kann. Ah, die Hände werden erst langsam so komisch. Je länger man es in der Hand hält. Mit dem Artefakt können wir Zeit verlangsamen. Ach stimmt, wir waren da hinten, gell? Oh ne, Quatsch. Ich wollte gerade sehen, wie den Seelenwürfel verwenden, der Max auch. Nope. Können aber mal wieder unseren Gravel Bee nehmen, weil irgendwie finde ich das total cool. Ja. Nom nom nom. Den Trick haben sie schon beim ersten Teil versucht. Ah, warte, ich kann den nehmen. Aufsaugen. Zack. Und jetzt habe ich wieder einen Punkt mehr auf meiner Artefakt-Leiste. Was soll man das denn nennen? Bart! Ach, ich finde das so geil. Oh, daneben. Ja, natürlich. Ja, komm. Ich kann das Teil nicht aktivieren. Ja, jetzt aber. Irgendwie habe ich die nicht richtig treffen können. Egal, da ist HP. Es sollte aber nicht so schwännerisch mit der AP sein, weil ich nicht weiß, ob in Resurrection of Evil das jetzt genauso komisch gemacht ist wie im Original. Wir haben doch schon einen Code bekommen bei der 514. Hm. Aber irgendein Code stand da schon drin bei unserem PDA. Ah, 516. Naja, ist close enough. 516. Hm, lecker. Da könnten wir sogar mit der Leiter hoch. Theoretisch. Aber ich will es erstmal nicht riskieren. Sonst noch irgendwas? Ah, riskieren wir es mal. Ah, riskieren wir es mal. Gut, dass man so eine Leiter besteigen kann. So. Ja, es war anscheinend ein bisschen seltsam, aber wir haben es geschafft. Und wo kommen wir da hin? Ist es der Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen, oder mehr oder minder nur der Weg zu einem Bonusraum? Das kann man jetzt so genau nicht sagen. Bei Doom weiß man nie. Bei Doom 3 weiß man nie, besser gesagt. So müssen wir runter. Den können wir noch aussammeln. Für unser Glibberherzchen. Und haben wir noch einen PDA-Auftrag. Eintrag. Von Sean Weaston. Oder wie es gerade hieß. Schauen wir mal im PDA, wie er richtig ausgesprochen wird. Sean Weaston. Keine Ahnung. Keine Audiologs. Dann halt nicht. Unzustellbar. Sicherheitscodes. Renage hat keine oder nicht alle Empfänger erreicht. Ich betreffe Sicherheitscodes. Folgender Empfänger konnte nicht erreicht werden. Sicherheit@ec.net. Ich brauche sofort die Sicherheitscodes für die Spinne 28 und 29. Hier im Aerobus-Komplex ist die Hölle ausgebrochen. Komplex. Entschuldigung. Ach gut. So kann man das natürlich auch erreichen. Das war ein bisschen ein Umweg, aber naja. Viele Wege führen nach Rom.
Boah, ich finde es voll cool. Ich mag das Artefakt voll. Hat was. Ich will da ran. Warum? Ich bin hoch und rutsche dann seitwärts ab. Das soll mir mal erklären. Ach, egal. Dann holen wir uns das halt nicht. Wir müssen halt das Artefakt im Moment verwenden, weil ich nicht so viel HP habe und sterben ist keine Option. So, so wie dazu. Noch irgendwas? Ah ja, ein HP-Päckchen. 10 HP, naja, besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Noch ein HP-Päckchen. Für einen Imp-Raum das nicht. Auch bei unserem geringen... Lol, von was habe ich gerade ein HP abgezogen bekommen? Auch bei unserem geringen HP-Stand sollte ein Imp kein Problem sein. Doch, ein Imp kommt selten allein. Vielleicht müssen wir wieder ein bisschen näher ans Mikrofon. Gehen wir da lang. Irgendwie kenne ich den Teil hier vorne. Das ist doch auch am Anfang von Doom 3 gewesen. So. Leben. Hab schon das Gefühl, hier findet man durchaus weniger Leben als im Hauptspiel, was mir ziemlich gut gefällt. Gregory Martin. Sicherheitsfreigabe aktualisiert. Dann schauen wir mal im PDA, was Gregory Martin sozusagen hat. Keine Audiologs, E-Mails, Geburtstag. Jack Martin. Greg, wir alle vermissen dich. Pass da oben gut auf dich auf. Jack. Hallo Jack, ich bin wohl leider bis zu Mamas Geburtstag nicht wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was sie brauchen könnte. Kannst du mir einen Gefallen tun und ein Geschenk von uns beiden besorgen? Du bekommst das Geld dann später. Hier draußen, es ist todlangweilig. Ich vermisse euch alle. Antwort: Schießübung von Sean H. Weston. In der Waffenkammer in der Forschungsabteilung sollte sich noch jede Menge Munition befinden. Wir treffen uns dort. Sean, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das dringende Bedürfnis, ein bisschen rumzuballern. Haben wir genug Munition für Schießübungen? Ryan McCarthy. Hallo. Hallo, Greg. Ich wollte mich nur mal kurz melden und fragen, wie es dir geht. Hier ist es kalt. Ian und ich waren gestern snowboarden. Wie ist das Wetter momentan auf dem Mars? Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Ach, Ian lässt dich übrigens grüßen. Pass auf dich auf, Ryan. Ihr werdet den leider nie wieder grüßen können. Boah, ein bisschen... Munition für unsere neuen Artefakte, wie soll ich das nennen? Oh, natürlich spawnt genau hier einer, wo ich hinrenne. Warum? Meine Güte. Viel Munition haben wir aber nicht mehr. Wir müssen jetzt auf die Pumpe zurückgreifen, was ich eigentlich nicht gerne mache. Aus Doom 3 normal. Ist mir schon nicht so toll. Ist geringe Energie. Nicht so toll. Leiter. Schon besser. Nutzen wir mal die Leiter und gehen mit der nach oben. Hört sich so an, als wäre hier. Da vorne waren wir. In Doom 3. Oder war das jetzt schon in Resurrection of Evil? Ach, keine Ahnung. Ich weiß jetzt, kann jetzt schon kaum noch unterscheiden, was war Resurrection of Evil und was war normales Doom 3.
Meine Güte. Wir müssen uns echt mit wenig HP durchkämpfen. Das macht natürlich das Feeling von Doom 3 schon mal viel besser als dieses oh komm, rushen wir halt mal durch und so. Da. Also dieses rushen wir halt mal durch aus dem Hauptspiel. Was halt anscheinend durch die BFG Edition so krank geworden ist. Oder, also soweit ich halt weiß, war das im Hauptspiel nicht, also nicht. Komm, da können wir aber hochspringen. Und da hoch. Und da hoch. Und da haben wir, oh, da haben wir noch Munition. Für unseren Artefakt. Aber Munition fürs Artefakt bekommt man glücklicherweise ziemlich oft. Da kommen wir nicht durch, also müssen wir da lang, da lang. So ein bisschen HP wäre eigentlich ganz nett, slash hilfreich. Ich speichere einfach mal kurz, für den Fall, dass ich irgendwie gerade Mist baue, wir haben halt wenig HP und naja. Ah, Liftsteuerung, keine Energie. Energiezellen einsetzen. Haben wir nicht noch eine? Ja, wir haben noch eine. Ah, da ist noch eine HP-Spender. Also kein Problem. Jetzt können wir den Lift benutzen. Lift rufen. Das war dieser Schräglift, gell? Ah ne, der Lift. Bam. Zack, alle weg. Halt mit unserem Artefakt kann man eigentlich die Pumpe auch ziemlich gut verwenden. Und dann kannst du schön in die reinrennen, ohne dass Gefahr läuft, irgendwie Schaden von denen zu bekommen. Weil die hat keine Zeit zum Reagieren haben. Wow, ich habe keine Munition mehr dafür. Puh. Sonst hätte ich die Pumpe benutzen können. Ich weiß, müssen. Ich weiß aber nicht, wie gut die ist. Aber wir hätten auch die dafür benutzen können. Na, ich weiß nicht. Ist halt gut gegen einzelne Gegner, aber gegen mehrere kann das dann schon ein bisschen fies werden. So, wir müssen jetzt... Ja... Ja, wie viel Schaden machen die einfach? Pumpe ist so unnütz in dem Spiel, ohne Witz. Warte, ich gehe nochmal nach oben und benutze das HP-Päckchen da. Nochmal. Das war die Heilstation. Damit wir zumindest ein bisschen was für den nächsten Teil haben. So. Ah, ey. Monster machen halt sau viel Schaden und wenn man dann in so einer blöden Ecke feststeckt, dann halt, kommt man halt sau viel HP abgezogen. Wir haben halt viel zu wenig. Wir haben halt voll viel Schuss für die Pumpe, aber die Pumpe ist halt so eine Waffe, die in dem Spiel total bescheuert ist. Also, wir gehen jetzt mal zum Erebus-Labor. Erebus-Labor. Ebene 3. Erebus-Labor. Mal schauen, was uns dort erwartet. Marie, bitte melden. Bitte melden, Marie. Gut. Dr. Clark kontaktierte mich. Vielleicht kann er uns helfen. Er kann die jüngst entdeckte Tafel übersetzen. Doch dazu fehlt ihm ein wichtiger Abschnitt, das Primitiv genannt. Eine Art Entschlüsselungswerkzeug. Wir fanden das Primitiv schon vor Jahren, aber kannten seine Funktion nicht. Bis jetzt. Wir müssen das Primitiv aus dem Artefaktlager zu Dr. Cloud ins Erebus-Labor bringen. Die Tafel mag der Schlüssel sein, um die Dinge hier zu verstehen. McNeil, Ende. Okay. Wir müssen ins Artefaktlager. Aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge tun, denn die Zeit ist schon wieder vorum. Also, das war die vierte Folge unseres Let's Plays zum Addon von Doom 3, Resurrection of Evil. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lifemaker over and out.